Hi Leute, dies wird ein super, super kurzes, wahrscheinlich ungeschnittenes oder kaum geschnittenes Video. Ich bin gerade wirklich von der Uni wiedergekommen und dachte mir so, okay, ich setze mich kurz hin. Heute ist der 24. April und ich habe den ganzen letzten Monat nichts hochgeladen und es wird auch wahrscheinlich nächste Woche, eventuell auch übernächste Woche nichts kommen. Ich wollte dazu auf jeden Fall im April eigentlich noch ein Live-Update drehen und das eben so erklären. Ich hatte auf jeden Fall Videos geplant. Am Ende kam ich einfach überhaupt nicht dazu. Ganz kurze Erklärung, wieso. Ich habe derzeit wieder Uni, ich gehe auch zur Uni und zwar habe ich Uni an 4 Tagen in der Woche und dann eigentlich auch den ganzen Tag. Am Donnerstag habe ich zum Beispiel keine Uni, aber bis jetzt, die letzten Wochen, hatte ich jedes Mal am Donnerstag Termine, also war trotzdem irgendwie unterwegs. Wochenende gleiches Ding, ich hatte entweder Termine oder soziale Sachen oder sonst was und letzte Woche Uni zum Beispiel hatte ich wirklich von Montag bis Samstag jeden Tag bis abends Uni und Sonntag war ich dann so, okay, ich brauche Rest. Daneben arbeite ich ja noch, ich habe noch ein paar andere Dinge, die ich euch dann im Live-Update erzähle und deswegen kam ich einfach überhaupt nicht dazu, irgendwas zu drehen oder zu schneiden, beziehungsweise an den Zeiten, wo ich hätte was drehen oder schneiden können, ging es mir mental nicht gut. Erkläre ich auch im Live-Update. Bedeutet, ich kam überhaupt nicht dazu zu drehen oder zu schneiden, deswegen gab es nichts. Ich wollte nur sagen, das war die Begründung. Ich lebe noch, bin nur extrem busy und offensichtlich, ich verdiene mit YouTube kein Geld. Es ist nicht mein Job oder sonst irgendwas. Ich lade was hoch, weil ich das möchte, weil ich das seitdem ich 11 bin mache. Wäre das mein Fulltime-Job, würde ich das obviously viel kontinuierlicher machen, weil ich dann auch einfach mehr Zeit dafür hätte. Aber neben Uni, Job und privaten Dingen ist das gerade ganz schön schwierig. In der ersten Maiwoche werde ich auch wahrscheinlich nichts hochladen. Warum erkläre ich im Live-Update, aber im Endeffekt kann ich euch so viel sagen, ich habe Besuch hier. Das heißt, ich werde erst in der zweiten Maiwoche dann dazu kommen, tatsächlich irgendwas zu drehen oder zu schneiden. Und dann wird auch die Monthly Rotation für den Mai online gehen, weil die könnte ich jetzt entweder heute drehen, in den 2,5 Stunden, die ich jetzt habe, wo ich noch essen muss. Oder ich drehe sie halt einfach in 1,5 Wochen und schneide sie und lade sie dann direkt hoch. Und ich glaube, das ist besser, als mich jetzt zu hetzen. Deswegen, ihr erkennt auch im Hintergrund, also wie gesagt, ne, ich habe hier nichts vorbereitet, nichts irgendwie. Ich wollte euch nur kurz Bescheid geben, wo ich war, wo ich bin. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr leider auch gerade nicht so einen Einblick. Also da poste ich gerade auch nicht so viel. Ab und zu Stories, aber mehr auch Reposts von Beiträgen, die ich in meinem Feed sehe. Weil auch auf Instagram ich einfach überhaupt gar nicht dazu komme, Reels zu produzieren oder sonst was. Ich wollte es euch nur erklären, weil beim letzten Monthly Rotation Video haben sich so viele gefreut, dass Monthly Rotation wieder da ist und dass auch wieder ein Video kam und so. Und es hat mich auch total motiviert. Ändert aber nichts daran, dass ich keine Zeit hatte, was zu produzieren. Und ich persönlich bin auch immer so, wenn meine Lieblings-YouTuber zum Beispiel nichts mehr hochladen, bin ich so, hä, was läuft? Was passiert da gerade? Das heißt, ich wollte euch das nur erklären, dass ihr das im Hintergrund wisst. Ich werde auf jeden Fall meinen Algorithmus damit negativ beeinflusst haben, aber so ist das nun mal. Wenn ich die Wahl habe zwischen keine Videos hochladen oder Burnout, nehme ich dann doch keine Videos hochladen. Ich kann euch sagen, was für die nächsten Videos geplant ist. Monthly Rotation, ein Korean Skincare, ein Beauty Haul, ein Live-Update, ein Mental Health Update separat. Das sind so die 4 großen Videos, die ich gerade geplant habe, aber auch noch ein Aufgebraucht-Video und so weiter. Also alles, was ihr eigentlich gerne guckt. Ich habe auch noch einen Vlog im Schnitt. So, jetzt filme ich nur 4 Minuten. Es kam mir irgendwie länger vor. Wie auch immer, ich werde es wahrscheinlich auf so 3 Minuten runterschneiden. Genau, das wollte ich euch einfach nur so kurz sagen, damit ich das jetzt tatsächlich in diesen 2,5 Stunden noch schnell hochladen kann, dass ihr Bescheid wisst, was gerade abgeht. Vielen Dank auf jeden Fall für alle, die hier trotzdem das sich angeguckt haben, die immer kommentieren, die auch, wenn ich dann Videos hochlade, reinschauen. Danke. Ich glaube, jeder von euch kann verstehen, dass manchmal man einfach überfordert ist mit den Sachen in seinem Leben und das ist gerade bei mir der Fall. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und ich melde mich in ungefähr 2 Wochen wieder. Bis dann. Ciao.